Den Zukunftspreis Oldenburg hat die Umwelt AG Umwelt Kids der Grundschule Morim gewonnen. Was genau der Preis beinhaltet, das wissen die Dritt- und Viertklässler der AG allerdings noch nicht. Die Sieger wurden jedoch vorab von einem Kamerateam der Werkstatt Zukunft besucht, das einen Beitrag über die Teilnehmer drehte. Die Werkstatt Zukunft hatte Klassen- und Arbeitsgemeinschaften aller Schulen in der Wesermarsch, im Ammerland und in Oldenburg eingeladen, sich mit ihrem Zukunftsprojekt aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Ökologie und Entwicklungszusammenarbeit zu bewerben. Die Umwelt AG der Grundschule Morim hatte ihre selbst aufgezeichnete Fernsehsendung des schuleigenen Senders Morim TV eingereicht, in der sie von ihren verschiedenen Aktionen in der Umwelt AG berichten. Unter anderem mit Solarenergie beschäftigten sich die Grundschüler und bauten eigene kleine Solarmobile, die sie für das Kamerateam auf dem Schulhof fahren ließen. Der fertige Beitrag des Kamerateams der Zukunftswerkstatt wird unter anderem bei der Preisverleihung am 22. April im Oldenburger PFL gezeigt.